Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den YBPN regulären Adventskalender. Aber hey, was ist das denn? Auf der Reise des investigativen Make-up-Adventskalender-Beauty-Journalismus ist sowohl Nicole von Chiquitas Place als auch mir aufgefallen, dass manche Firmen ein kleines bisschen Schindluder mit uns treiben wollen. Ja, und wenn du genau wissen willst, worum es hier geht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen und wir haben einfach einen Fehler gemacht und haben einfach im Laufe des Bestellprozesses bzw. nachdem wir bestellt haben gemerkt, dass dieser Adventskalender im Prinzip von verschiedenen Parfümerien auch mit ihrem Packaging aber vielleicht ein bisschen zu teuer rausgebracht worden ist. Man weiß es nicht. Ja, es ist tatsächlich so. Also der Schuhback Adventskalender, der sich hier befindet, wird zu, ich sag mal, 99,9% Wahrscheinlichkeit den gleichen Inhalt haben wie dieser hier, denn YBPN bedeutet Your Beauty Professional Network. Dazu gehört sowohl Schuhback als auch zum Beispiel die Parfümerie Pieper. Bei Pieper finden wir auch einen Adventskalender, der genau der gleiche ist von dem Inhalt her, aber ein anderes Packaging hat. Nur, was tatsächlich hier so ein kleines bisschen die Krux ist, dass dieser Adventskalender einfach mal 10 Euro mehr kosten soll als der hier, der regulär im Handel so zu haben ist. Nämlich dieser hier für 69,95 und der generelle YBPN himmlische, 24 himmlische Momente für 59,95. Ist das nicht der Wahnsinn? Pieper hat es übrigens auch für 59,95 bei sich im Online-Shop. Nun ja, aber um hundertprozentig sicher zu sein, dass auch wirklich die gleiche Reihenfolge drin ist, haben wir einfach beide bestellt. Nein, wir hatten sie eigentlich schon beide bestellt und dann ist es uns später aufgefallen. Hey, und naja, dann zeige ich euch auf jeden Fall, was drin ist. Wenn du noch nicht Teil der Crew hier werden, also wenn auch du Teil der Crew hier werden willst, so, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Was ein langes Intro. Ja, Fun Fact, sogar die Nummern sind an exakt der gleichen Stelle aufgeführt bei beiden Adventskalendern. Das ist echt crazy. Wir machen das wie folgt. Ich stelle einen der beiden in den Hintergrund. Ich glaube, der macht sich da gerade ganz schön. Oder? Na, das spiegelt so viel, ne? Ne, das machen wir andersrum. Starten wir mal mit dem Unboxing. Ja, die Nummer 1 bei diesem Adventskalender ist hier einmal am Start. Das hier ist übrigens auch ein Wende-Adventskalender, sehe ich gerade. Hier haben wir von Art Deco den Art Couture Nail Lacquer in der Farbe 677 mit 10 Millilitern drin enthalten. Das ist eine wirklich sehr hübsche Farbe, muss ich sagen. Ein wunderschönes Weihnachtsrot, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Zusätzlicher Fun Fact: ziemlich viele der Produkte, die sich jetzt auch in dem Inhalt von dem Adventskalender befinden, sind sehr ähnlich zu dem vom letzten Jahr von YBPN und auch von Schuhback. Nur mal so am Rande. Ich glaube, da ist vielleicht eine Handvoll Produkte anders. Hier einmal das Video vom letzten Jahr, wenn ihr mal so vergleichen möchtet. Und selbstverständlich haben wir auch bei dem anderen Adventskalender genau das gleiche Produkt am 1. Dezember drin. Aber ich wollte ihn noch weitergeben, deswegen wieder neu befüllen, Claudi. Naja, wir machen jetzt mal weiter hier mit der wilden Entdeckungstour am 2. Dezember. Da haben wir was Schönes drin. Und zwar von L'Occitane ist es die Fleur de Cerisier Cherry Blossom. Eine Handcreme mit 10 Millilitern. Ich mag die L'Occitane Handcremes sehr gerne, weil die auch richtig schön pflegen. Und ja, Kirschblüte ist natürlich ein richtig toller Duft. Den mag ich gerne. Ist jetzt nicht unbedingt weihnachtlich, aber er ist gemütlich, würde ich sagen. Und hier selbstverständlich das gleiche Produkt. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine kleine Nummer 3. Oh, eine Parfümminiatur. Das freut uns doch alle. Das ist von Lancôme, das La Vie est Belle. Und ich meine, dass wir hier 5 Milliliter in diesem Flakon drin haben. Das ist ein Duft, den ich auch selber da habe und den ich sehr gerne mag. Sehr floral, sehr ladylike, würde ich es mal einfach so beschreiben, ne? 4 Milliliter haben wir hier drin tatsächlich. Und auch in diesem Adventskalender auch enthalten in der Nummer 3. Hier haben wir die Nummer 4. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es nicht schlimm, wenn Adventskalender dann quasi mit anderem Packaging, eben dadurch, dass es halt ne, so ein Verbund ist, in verschiedenen Parfümerien rauskommen. Aber ich finde es ein bisschen frech, wenn man da halt quasi auch nochmal 10 Euro Preisaufschlag draufsetzt, ne? Ja, weil ich glaube, die konnten das halt auch genau so bestellen, dass sie sagen, entweder wir möchten das Standard-Packaging oder wir möchten halt unser eigenes haben. Weil Pieper hat es ja zum Beispiel auch hingekriegt. Schaut da auf jeden Fall, welcher wo irgendwie am günstigsten ist. Es sind halt die gleichen Inhalte offensichtlich. Da haben wir das Biotherm, diese Körperlotion mit drin. Anti-Drying Body Milk mit 50 Millilitern. Das ist eine sehr schöne, sehr pflegende Bodylotion, die viele auch sehr gerne mögen. Ich persönlich mag den leicht zitrischen Duft davon leider nicht ganz so gerne. Und wer hätte es gedacht, hier haben wir natürlich genau das gleiche Produkt drin. Der 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus. Hier haben wir von
Estee Lauder, das Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Komplex Produkt mit 7 Millilitern drin. Das ist ein schönes Serum, was viele mögen. Für mich persönlich hat es leider nicht ganz so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich da die falsche Variante hatte, weil es gibt auch noch eine Variante davon, die Salicylsäure enthält. Bei mir hat es leider zu reizend auf der Haut gewirkt, als ich das in Anwendung hatte. So schaut es einmal aus. Ist so ein bekannter Flakon, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, es macht ganz viel Sinn, wenn ich diesen einen Adventskalender, den ich dann ja quasi doppelt habe, dann demnächst für meine 40.000 Abonnentenverlosung auch vorsehe. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, Leute. Ihr seid so unglaublich. Also herzlich willkommen an alle, die tatsächlich meiner Crew beigetreten sind und mich hier begleiten und so. Und cool, dass ihr alle da seid. Auch an alle, die schon länger da sind. Das ist unglaublich. Es ist so häufig, dass ich auch so bekannte Namen unter meinen Videos lese. Also ganz viel Liebe an euch. Ich freue mich, dass ich dann auch bald eine riesige Verlosung machen kann, wo ich 40 Gewinner ziehen werde. Ja, auch hier am 5. Dezember, ne? Exakt das gleiche Produkt. Nikolaus, der 6. Dezember, darf gerne was Besonderes sein. Werfen wir mal einen Blick hinein. Oh ja, Dr. Barbour, da haben wir das Hydro oder die Hydro Replenishing Gel Creme drin. Mega nice. Die sorgt für Feuchtigkeiten. Das sind 15 Milliliter. Also ich glaube, allein dieses Produkt hat schon mal einen richtig fantastisch krassen Wert. Darüber freuen wir uns alle sehr. Ist eher eine Creme, die so für Mischhaut geeignet sein wird. Einfach dadurch, dass sie halt diese gelige Textur hat, ne? Also für mich sehr trockene Pflaume ist das Ganze ein bisschen nicht reichhaltig genug. Oder halt im Hochsommer für morgens. Ein richtig schöner Nikolaus, muss ich wirklich sagen. Was erwartet uns wohl bei diesem Adventskalender? Genau das gleiche Produkt. Die Nummer 7 ist riesengroß. Mal gucken, ob sie auch genauso groß und gut befüllt ist. Oh ja, da haben wir einen Raumduft drin von Rituals, das Ritual of Sakura Home Perfume mit Reismilch und Kirschblüte. Kirschblüte wiederholt sich hier gerade ein bisschen, 50 Milliliter. Finde ich per se eigentlich total super, aber leider, also die Reihe mag ich richtig gerne, ne? Aber ich mag es leider nicht als Raumduft. Ich weiß nicht warum, aber da riecht der anders, als wenn ich das als Duschschaum habe oder als Bodylotion oder als Bodypeeling, ne? Dieses Produkt befindet sich natürlich auch hier in der 7. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und da haben wir hier einmal das dazugehörige Böchslein. Da haben wir eine Tube drin mit einem Shampoo von Ahava, Dead Sea Water Mineral Shampoo mit 40 Millilitern. Eine sehr, sehr, sehr angenehme Pflegemarke, finde ich persönlich, weil die sehr mild sind und ich persönlich finde auch, dass die echt angenehm duften. Ich mag ja gerne diese ganzen Meeressachen. Deswegen freue ich mich auch darüber, dass wir das in diesem Adventskalender auch in der 8 drin haben. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unser nächstes Produkt freuen. Schön finde ich auf jeden Fall, dass wir hier keine Füllprodukte oder so drin finden. Das ist von Lancôme La Vie Belle, passend zum Parfüm, was wir ja schon drin hatten, Mensch. Die Fragrance Body Lotion mit 50 Millilitern. Hier immer so meine kleine Warnung, in Anführungsstrichen, oder mein Hinweis. Das hat so ein bisschen Glow mit dabei. Also wundert euch nicht, dass wenn ihr euch damit eincremt, dass ihr dann ein bisschen schimmert. Ja, das ist dann vielleicht nicht ganz so sinnvoll, wenn man das macht, kurz bevor man ins Bett geht, weil was soll das Bett das sehen? Riecht aber unheimlich gut. Ich finde, das riecht auch ein bisschen besser sogar als das Parfum, weil das noch diese Cremigkeit mit dabei hat. Und auch in dieser Nummer 9 dürfen wir uns darüber freuen. In der Nummer 10 wird es jetzt mit irgendwas Leichterem weitergehen. Noch eine Miniatur, das ist das Idol Le Parfum mit 5 Millilitern. Das Idol ist ein Duft, was ich manchmal ein bisschen zu intens finde. Auch sehr madammig oder sehr fraulich, sehr elegant. Ich mag den Duft, aber ich kann ihn nicht jeden Tag tragen, weil er mir manchmal dann doch etwas zu schwer ist. Also zu sehr in den Kopf kriecht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, an welchen Komponenten von Düften das so liegen kann. Ich finde ihn schön und ich freue mich sehr, dass ich den mal von Emmy geschenkt bekommen habe. Aber wie gesagt, ich kann ihn nicht jeden Tag tragen. Ja, und auch diejenigen, die sich diese Variante vom Adventskalender hier gekauft haben, bekommen genau den gleichen Duft. Oh, der 11. Dezember ist richtig schön groß. Mal gucken, ob er auch komplett ausgefüllt ist. Ja, schon. Ja, schon. Also hier haben wir, M2 Beauté Eye Zone Conditioning Care Complex. Das ist eine Mascara? Nee, das ist eine Mascara, also quasi für die Wimpernpflege, ne? Genau, mit 2 Millilitern. Das ist ein Produkt, was sehr, sehr hochpreisig ist. Hierbei störe ich mich tatsächlich nicht, wenn hier drauf steht Sample Not For Sale, muss ich wirklich sagen, weil das ist ein Adventskalender, für den ich ja theoretisch 60 Euro bezahlt habe, einen Warenwert von, ich glaube, 277 bekommen soll. Da komme ich volle Elle mit klar, ne? Ein schönes Produkt, was man halt nehmen kann, wenn man seine Wimpern pflegen möchte, vor Haarbruch schützen möchte. Du kannst es auch für die Augenbrauen verwenden, wenn man da halt möchte, dass die Wimpern nicht abbrechen oder so, ne? Weil das ist es, was es macht. Du hast ja halt keine Parabene, keine Hormone, keine Silikone drin und dementsprechend ist das Ganze dann so ein bisschen,
sanfter, aber trotzdem auch ein gutes Wimpernpflegeserum. Und genau das gleiche Produkt gibt es hier zur ersten Schnapszahl. Und da sind wir auch schon bei der Halbzeit und ich pule hier mal den 12. Dezember raus. Oh, das ist etwas größer. Is It Me You're Looking For von YBPN Extraordinary Volume Mascara in Schwarz. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Das finde ich richtig fein, muss ich wirklich sagen. Eine Mascara passt immer gut in einen Adventskalender und ich kann euch hierzu gerne mal das Bürstchen einblenden. Das wird so ein, Entschuldigung, Gehirn verloren, ein Faserbürstchen sein. Finde ich sehr interessant. Und vor allem in der Originalgröße, hallo? Sonst hatten wir sowas auch gerne mal irgendwie in kleineren Größen drin enthalten, aber auch hier zur Halbzeit, ne, im Adventskalender drin. Der 13. Dezember eröffnet die zweite Halbzeit. Mal gucken, ob es genauso gut weitergeht. Yo, Clinique, Take the Day Off. Das ist ein Make-up-Remover für die Augen zum Beispiel mit 30 ml. Kannst du aber auch für die Wimpern und die Lippen verwenden. Und das ist halt hier oben mit einer Ölphase, unten dann mit einer Wasserphase. Das schüttelt man dann und dann vermischen sich die beiden Phasen, sodass man das dann auf ein Wattepad geben kann und damit sein Make-up gut runternehmen kann. Ich persönlich würde danach einfach empfehlen, nochmal so ein bisschen mit einem wasserbasierten Reiniger nochmal drüber zu gehen, um auch das Öl runterzuwaschen, aber das ist auch Geschmackssache. Achso, hier stehen dann auch nochmal die Inhaltsstoffe mit drauf, weil die hier nicht mit drauf gedruckt wurden. Genau, das ist schön. Ich habe übrigens mal gehört, dass es auch so sein soll, selbst wenn du dich jetzt nicht irgendwie groß geschminkt hast, ne, dass du dich abends wenn du dich nicht großartig geschminkt hast, aber trotzdem morgens zum Beispiel einen Lichtschutzfaktor verwendet hast, was man ja eigentlich immer sollte, dass man dann halt auch so eine Art Double Cleansing machen sollte. Und deswegen kommt sowas ganz gut, dass auch wenn du dich jetzt nicht groß schminkst, upsala, dass man das dann auch gut verwenden kann und sollte. Der 14. Dezember fühlt sich super leicht an. Und hier haben wir, oh, aber trotzdem was Schönes drin, Tweezerman, The Beauty Tool Experts. Ah, das ist ein Micro-Mini-Slant-Tweezer. Das ist eine kleine Pinzette. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon im Männer-Adventskalender drin gehabt und meinem Freund gegeben. Ja, also eine wirklich winzig kleine Pinzette, die man aber wirklich gut gebrauchen kann, sei es für Reisen oder für wirklich kleinere Sachen, weil das auch eine sehr, sehr, also ich glaube, der nimmt das für seine Lego-Geschichten, ne? Und deswegen, ich lasse die jetzt auch mal zu, weil die wird ja hier in diesem Adventskalender nochmal dann demnächst weiter verlost werden. Finde ich schön. Also ist ein Füllprodukt, aber es ist ein hochwertiges Füllprodukt. Und auch wenn dieser Adventskalender 10 Euro günstiger ist, ist auch hier das Produkt selbstverständlich verschlossen. Dann gucken wir mal, was am 15. Dezember hier so drin ist. Passt auf jeden Fall sehr gut hier rein. Oh, Lancaster Golden Lift Cream Sculpting, eine Sculpting Cream. 15 ml. Edel, edel, sprach der Wedel. Eine modellierende Creme steht hier hinten drauf. Okay, ich glaube, die ist nicht günstig, ne? Das ist dann vielleicht einfach auch eine schöne Sache für die Leute, die eher so auf Slow Aging gehen wollen und eben nicht eine Mischhaut haben oder eine ölige Haut haben. Ne? Dann kann man nämlich das Produkt auch sehr gut verwenden. Das finde ich cool. Habe ich nämlich noch nie gehabt. Schön, dass sie nicht diesen Klassiker, den Golden Tan Maximizer reingepackt haben, sondern genau diese Creme. Die ist hier nämlich auch nochmal drin enthalten. Genau, ne? Die wird mal ausprobiert. Mir wird ganz schwindelig vom ganzen Hin- und Herdrehen. Der 16. Dezember. Oh, hier haben wir nochmal L'Occitane drin. Amont, ein Shower Oil, also ein Duschöl ist das einmal hier mit 35 ml und das passt im Winter einfach sehr, sehr gut, weil wir tatsächlich im Winter ja auch eine etwas trockenere Haut haben und da kann man auch mal halt während der Duschpflege gleichzeitig auch noch eine etwas reichhaltigere Geschichte gebrauchen. Denn nicht jeder ist ja so verrückt und cremt sich jedes Mal nach dem Duschen ein. Ich mach's, weil ansonsten wird mir meine Haut wahrscheinlich irgendwann runterfallen. Natürlich haben wir es hier genauso nochmal drin, ne? Oh, die Nummer 17 lacht mir schon die ganze Zeit an. Eine Woche vor Heiligabend. Mal schauen, was sie so kann. Wow, die ist echt komplett befüllt. Das finde ich großartig. Narciso Rodriguez Forever, das ist eine Bodylotion mit 50 ml. Ja, haben wir hier noch eine Körpermilch drin enthalten. Finde ich persönlich jetzt aber schön. Der Duft ist auch bei mir tatsächlich eher so mit Kopfschmerzpotenzial unterwegs. Aber ich glaube, als Bodylotion ist das Ganze halt nochmal ein bisschen milder, ne? Und dementsprechend hier ganz gut. Und schön, dass wir das hier so drin finden dürfen. Das gefällt mir. Und natürlich das gleiche Produkt.
haben wir hier. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich halte hier den 18. Dezember in meinen Händen. Oh, okay, das ist jetzt die dritte Creme. Mehr sollten eigentlich nicht kommen. Von Shiseido, die Vital Perfection Concentrated Supreme Cream Re-Neutra Red Technology. Die soll entsprechend halt dafür sorgen, dass wir so ein bisschen geglättet werden. Und da sind 15 Milliliter drin. Das finde ich richtig, richtig cool. Ich meine mich zu erinnern, dass Nicole sich bei Shiseido Produkten immer so ein bisschen aufregt. Schaut gerne bei ihr vorbei. Wie gesagt, zweite Meinung gibt es bei ihr. Ich muss die auf jeden Fall mal wieder ausprobieren. Ich weiß, dass ich die vor Jahren schon mal verwendet habe oder eine Shiseido Creme und ich fand die total super. Ich habe mich dann immer aber nur so ein bisschen zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, boah, wenn ich jetzt aber richtig Bock da drauf kriege und die nachkaufen möchte, dann tut das meinem Geldbeutel aber ganz schön weh. Deswegen freue ich mich, dass wir die hier im Adventskalender finden dürfen, aber bitte nicht noch eine weitere Gesichtscreme. Es reicht maximal 3 von einer Sorte, damit wir auch immer eine schöne Abwechslung haben. Vielleicht ein Serum mal zur Abwechslung. Beständigkeit bringt auch der 18. Dezember bei diesem Adventskalender, denn da finden wir natürlich diese Creme auch drin. Der 19. Dezember fühlt sich etwas leichter an. Ah, es ist eine Tube drin enthalten. Es ist die vierte Creme. Es ist eine gute Creme, aber es ist die vierte Creme. Von Lancôme mit 5 Millilitern, die Renergy HPN 300 Peptide Cream. Ja, oder Peptide Cream, ne? Die ist wirklich gut, ne? Dadurch, dass wir auch Peptide drin enthalten, wird quasi das Mikrobiom der Haut wiederhergestellt und die Hautbarriere gestärkt. Das ist so eine Anti-Aging-Creme, aber es ist die vierte. Und ich finde auch, dass die ein bisschen nicht gegen die anderen, die wir schon drin hatten, anstinken kann. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass man sich so darüber freut. Vor allem, du hast ja bei der 18 und bei der 19 hintereinander direkt jeweils eine Creme drin. Und auch bei diesem Adventskalender leider keine Abwechslung. Generell auch ein bisschen komisch verteilt, ne? Also ich meine, hätte man auch ein bisschen charmanter gestalten können. Hätte Fahrradkette. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Oh, darüber freuen sich, glaube ich, viele, weil das ist ein Duft, den noch viele noch nicht haben sollten, könnten, dürften. Von Versace das Crystal Noir, ein Eau de Toilette mit 5 Millilitern. Das ist natürlich richtig nice. Also das finde ich schön. Das habe ich so wirklich noch nicht in anderen Adventskalendern gesehen. Ja, es ist ein Eau de Toilette und nicht ein Eau de Parfum, aber ich glaube, so eine Miniatur, die haben wir alle ganz gern, ne? So schaut es einmal aus. Und ich weiß nicht, wie es riecht. Ich kann jetzt auch nicht dran riechen. Ich blende einfach mal die Duftnoten ein, dann könnt ihr mal schauen. Ich glaube, dass der mir aber vom Duft her richtig gut gefallen könnte. Aber ich sammle halt keine Miniaturen. Das, was in dem anderen Adventskalender sehr wahrscheinlich auch drin sein wird, wird verlost. Denn ich packe ja auch so Parfüm-Miniaturen-Adventskalender, ne? Und genau da kommt diese Schätzelein mit rein. Also wenn wir jetzt noch eine vierte Miniatur haben, beschwere ich mich nicht. Weil Miniaturen ist ja immer das, was wir in diesen Parfümerien-Adventskalendern immer nice finden. Der 21. Dezember kommt richtig schön groß daher. Ich meine, dass wir das letztes Jahr auch drin hatten. Von Sensai ist das das Double Delivers Beautiful Silk Skin Set. Mensch, das ist einmal dieses hier. Sensai hat sehr schöne Produkte, die aber auch sehr teuer sind. Jeweils 7 Milliliter von der Emulsion 2 Moist haben wir das einmal. Und die Lotion 2 Moist. Das sind beides halt feuchtigkeitsspendende Produkte, die man im Gesicht verwenden kann und auch irgendwie nacheinander verwendet. Erst machst du Hydrate und dann machst du Nourish. Ich weiß gar nicht, welches von beiden man dann erst nimmt. Ich glaube, die Lotion und dann die Emulsion oder so. Und ja, hier haben wir halt so eine Art, ja, Fiolen, sage ich jetzt einfach mal, hier drin enthalten. Die sehen beide exakt gleich aus, nur dass wir das hier ein bisschen flüssiger haben. Das hier ist flüssiger, genau. Das ist dann die Lotion, die wir erst verwenden, weil das halt, ne, wie so ein Toner dann wahrscheinlich ist. Und das andere ist dann einfach ein bisschen fester. Das ist Glas. Ich glaube schon, ja, so ist Glas. Oh, das ist im Prinzip die fünfte Gesichtscreme, ne? Aber wir wollen jetzt nicht auf ganz hohem Niveau meckern, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Weil das ist ja auch jetzt echt nicht günstig. Aber die hätten sich trotzdem wahrscheinlich dann die Lancôme sparen können und dafür dann halt vielleicht den Klassiker mit reinmachen, ne? Mit dem Youth Activating Concentrate. Egal. Der 22. Dezember ist die zweite und letzte Schnapszahl und auch der ist groß und fühlt sich gut befüllt an. Eine Dusche wäre jetzt nicht verkehrt. Hier haben wir von Ritual, The Ritual of Ayurveda, die Balancing Body Cream mit drin, mit indischer Rose und Süßmandelöl. 70 Milliliter sind hier drin. Die gefällt mir. Die ist schön reichhaltig, hat einen angenehmen Duft. Ich finde auch, Rituals Produkte sind sehr, sehr stark beduftet. Das muss man mögen. Ich weiß aber, dass viele es tatsächlich gut finden und sich immer über solche Rituals Produkte in Adventskalendern freuen. Deswegen ist es gut, dass es drin ist, würde ich mal so sagen. Und das
passt farblich halt auch Richtung Weihnachten ganz gut, ne? Wir sind jetzt hier auch auf dem Endspurt Richtung Heiligabend. Ja, und natürlich zieht dieser Adventskalender auch mit, ne? Und macht genau das gleiche wie der goldene. Da haben wir jetzt aber das Buch zugemacht. 3 Body Creams sind im Kasten. Am 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, dürfen wir was machen? Etwas mit Maria Galant. Oh, eine Maske. Das finde ich toll. 581 Lumine Klar, eine Ultimate Perfecting Maske mit 20 ml. Da hast du auch ein bisschen mehr von als nur eine Anwendung. Das gefällt mir, ne? Sowas ist immer eine schöne Sache. Und was sollst du damit machen? Mit unmittelbarem Schönheitseffekt auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. 5 Minuten einwirken lassen, dann abnehmen. Das passt natürlich auch, weil wir haben ja alle nicht so viel Zeit vor Heiligabend. Wir müssen ja allerhand vorbereiten, ne? Dann einen Baum schmücken und so. Genau, so schaut die Maske einmal aus und ich finde sie einfach erstmal auf den ersten Blick echt charmant. Die Maria Galant. Vielleicht für diejenigen, die nicht unbedingt Kokosöl auf dem Gesicht vertragen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, die direkt vor Heiligabend zu verwenden, weil das ist hier drin enthalten. Ich weiß, manche reagieren da so ein bisschen drauf, ne? Kriegen da so ein bisschen Pickel oder sowas von. Ansonsten hast du hier auch so Vitamin C und sowas mit dabei. Das hört sich eigentlich alles ganz solide und entspannt eigentlich an. Jo. Und auch dieser Adventskalender gibt uns den Last-Minute-Verschönerungseffekt. Dafür, dass der 24. Dezember Heiligabend und somit ein mega Highlight ist, sieht er ganz schön klein aus. Uns fehlt definitiv noch was für die Lippen. Das muss ich wirklich sagen, das haben wir hier noch gar nicht drin gesehen, aber das bekommen wir jetzt und zwar von Stendhal Paris. Sagt mir nichts die Marke. Rouge à Lèvres Effet Satiné Bois de Rose 005. Okay, so schaut der einmal aus. Ich würde sagen, ich packe den hier jetzt auch einfach mal aus. Der kommt dann auch wieder in diesen Adventskalender rein, aber ich werde den nicht swatchen. Der wird jetzt einfach erstmal nur zu Anschauungszwecken geöffnet werden. Es fühlt sich auf jeden Fall wirklich hochwertig an. Die Marke sagt mir so gar nichts, ne? Schließt magnetisch, was ich sehr, sehr schön finde. Und das ist ein Ton, ich weiß nicht, feiern den alle? Ich hätte hier mehr cool gefunden, wenn die einen etwas nudigeren Ton auch noch dafür genommen hätten. So ist das Ganze halt etwas mehr in die pinkige Richtung. Es ist ein schönes Tönchen, aber ich glaube, nicht allen gefällt das so ultimativ. Aber es ist die 24. Und es ist ein Lippi. Ich habe nach einem Lippi gerufen, ne? Bin ich selber schuld. Ja, und weil ich scheinbar laut genug gerufen habe, ist exakt der gleiche Lippi auch in dem Adventskalender drin. Kommen wir zum Fazit vom Adventskalender. Also, das sollte jetzt auch irgendwie überhaupt nicht irgendwie ein Angriff gegen irgendeine Firma sein oder gegen irgendwen oder irgendwas. Ob der jetzt 60 oder 70 Euro kostet, finde ich persönlich in Relation zu dem, was drin ist, nicht so relevant, weil der Inhalt sehr, sehr gut ist. Ne? Du hast natürlich dadurch, wenn du den für 60 Euro kaufst, ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wenn man sich den jetzt bei Schuback bestellt hat, weil der hier zum Beispiel ausverkauft war oder so, dann ist das halt so. Aber ich würde empfehlen, dass wenn ihr exakt diesen Adventskalender möchtet, mit exakt diesem Inhalt, dass man sich dann einfach den in dieser Verpackung hier holen kann, ne? Für einen günstigeren Preis. Vielleicht sieht Schuback dieses Video auch und denkt sich, oha, Mist, wir reduzieren den Preis mal auf 59,95. Würde ich persönlich irgendwie sinnvoll finden, denn auch ein Pieper schafft es für 59,95. Da könnt ihr einfach gucken, welches Design euch besser gefällt, ob es das hier ist oder das, was Pieper halt hat, ne? Und ja, der Inhalt, schön. Also wirklich ein guter Mix. Es sind bekannte Marken. Es ist jetzt, finde ich persönlich, nicht so ein Wow-Adventskalender, aber ein schöner, ein schön gestalteter. Und man kann auch online immer direkt die Inhalte sehen, sowohl bei dem Schuback, als auch hier bei dem YVPN, als auch bei dem von Pieper, ne? Da sieht man die Inhalte schon direkt, beziehungsweise kann es unten in der Beschreibung nachlesen, sodass man da jetzt auch nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen muss oder so. Ich finde das richtig cool, dass wir hier auch wieder die Duftminiaturen drin haben. Viele werden sich sicherlich über das Versace-Parfüm sehr, sehr freuen. Ich finde es auch schön, dass wir hier Produkte drin haben, die für alle Hauttypen geeignet sind. Ich hätte es cool gefunden, wenn die eine Bodylotion durch ein Duschgel ersetzt hätten und vielleicht, welches Produkt? Vielleicht das die Pinzette ersetzt durch zum Beispiel ein Serum oder so. Hätte ich ziemlich heiß gefunden, genau, hätte ich geil gefunden. Oder eine Gesichtscreme durch ein Serum ersetzt. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen einfacher gewesen, weil die Firmen das einfach auch für sich hätten anpassen können. Ne? Weil ich brauche eigentlich nicht so viele Gesichtscremes in einem Adventskalender, vor allem nicht so nah aufeinander. Und da hätte ich es mir gewünscht, wenn das ein bisschen anders verteilt gewesen wäre. Das ist halt irgendwie dieses Jahr sowieso. Ne? Manche Adventskalenderfirmen, die haben so merkwürdig die Adventskalender befüllt, als hätten die irgendwie keine Zeit gehabt,
gehabt, da groß drüber nachzudenken, wie man am besten die Reihenfolge festlegt. Nun, so ist das nun mal, ne? Aber ich setze euch mal den Link zu, ich glaube, allen dreien in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das letzte Mal, als Nicole und ich den YBPN vorgestellt haben, war da ja so schnell ausverkauft. Mal gucken, welchen es noch gibt, wenn das Video jetzt gerade online geht. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender generell in die Kommentare. Da können wir uns gerne drüber austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.